Und da sind wir auch schon wieder. Hallo und ein herzliches Willkommen zu The Park. So, in der letzten Folge, ihr wart gespannt. Also ich war zumindest sehr, sehr gespannt, weil ich echt wissen will, was hier abgeht. Weil das für mich nicht wie, da sieht so, also sieht auch nicht sehr freundlich aus, ne? Aber so Tapete ordentlich, ne? Die Blumen und die Bilder und Plane. Und hier sieht es aus wie in irgendeinem Schlachthaus. Ne? Sieht wirklich aus wie in so einem Schlachthaus, total ungepflegt und mürrisch. Und ja, da waren sie wahrscheinlich im Zoo. Sehr schön. So, Milch, Käse, Brot, Butter, Mais, Kartoffeln, Äpfel, Fischstäbchen nicht vergessen, Kelim abgeben, Stromrechnung, Wasser an reparieren, also nicht vergessen, Kelim abgeben, das ist okay. Tür öffnen, gut. Was ist hier? Wasserhahn reparieren. Okay, kann ich leider nicht nehmen. Dachte, wir können jetzt den Wasserhahn hier reparieren. Das ist wahrscheinlich unsere Küche, höchstwahrscheinlich. Okay, Fleisch, Äpfel, Karotten, Wein und so. Gut. Es ist zu, hier können wir nicht rein, alles klar. Okay, also ich dachte, jetzt passiert hier das Schlimmste. Dachte ich wirklich. Ich dachte, jetzt knallen die Türen zu und es kommt Blut von den Wänden oder irgendetwas. Über die Katzen fahre. Manchmal legen die sich einfach auf die Rolle an den Stuhl unten ran, an den Rollen. Okay, hier ist zu. Guck mal, hier sieht es ja ein bisschen. Das ist das Wohnzimmer. Ja, das Wohnzimmer sieht auch, also freundlich auch nicht, aber zumindest nicht ganz so abgeranzt wie die zwei Räume hier. Aber nun gut. Das ist wahrscheinlich in der Schule. Brief lesen. Lorraine. Wir heißen Lorraine. Ich habe deinen Brief erhalten und bin etwas überrascht. Du bist mit deinem Vater vor all den Jahren durchgebrannt und total von der Bildfläche verschwunden. Als ich dich dann endlich aufgespürt hatte, hast du nicht einen meiner Briefe beantwortet. Und jetzt bittest du mich um Hilfe? Ich habe mittlerweile eine andere Familie und ein anderes Leben. Dein Vater war ein schrecklicher Mensch und ich bereue die Jahre, die ich mit ihm vergeudet habe. Dich habe ich wirklich geliebt, aber du wurdest ihm mit den Jahren immer ähnlicher. Du warst immer sein Mädchen, nie das meine. Trotzdem hätte ich um das Sorgerecht gekämpft, wenn du nicht mit ihm weggelaufen wärst. Das hat mir das Herz gebrochen, aber ich musste irgendwie weiterleben. Ich kann dich nicht in meinem Leben zurücklassen, ohne alte Wunden zu öffnen. Es tut mir leid, Lorraine, aber ich kann das einfach nicht. Vielleicht wird es eines Tages leichter und ich kann Kelim treffen. Aber noch ist es zu früh dafür. Ich kann dir noch nicht vergeben. Bitte auf, mir zu schreiben. Karen. Okay. Sie hat wahrscheinlich ganz aus Verzweiflung ihrer Mutter geschrieben. Gehofft, dass sie vielleicht unterstützen könnte, aber die Mutter blockt total ab. Was ich auch verstehen kann, wenn sie einfach so abgehauen ist nach all den Jahren und auf einmal kommt sie an und sagt, jo Mutter, komm, help me. Würde ich auch erstmal stockend, aber ich sag mal, es ist trotzdem die Familie, es ist trotzdem die Tochter, es ist vor allen Dingen auch ihr Enkelkind und ich als Oma würde doch gerne, oder als Mutter würde doch gerne meine Tochter wiedersehen nach all den Jahren. Plus dem neuen Enkel eigentlich, ne? Würde ich an ihrer Stelle gerne, aber gut. Die ist halt so, ne? Miss Mallory, wie bei unserem heutigen Treffen besprochen, betrachten wir sie als vollständig geheilt. Dieser Brief ist die offizielle Bestätigung ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit sowie ihrer uneingeschränkten Arbeitsfähigkeit. Sie sollten daher alle bisher eingenommenen Medikamente absetzen und möglich Restbestände entsorgen. Im Falle einer Rezidivs, ich hab's heute nicht mehr, ne? Wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren ordentlichen Psychologen. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute. Dr. Spencer, Dunwich Medical. Ja, Medical. Ui. Jetzt lesen. Ui. Rettungsdienst. Name, Lorraine Kimberly. Tag der Einlieferung 17.10.77. Entlassung 10.11.77. Guck ich mal gerade mal einen Monat da. Diagnose, Depression. Notiz der zuständigen Psychologen.
Lorraine scheint an Depressionen zu leiden, die in einer frühen Phase ihrer Schwangerschaft einsetzen. Unsere Gespräche haben ergeben, dass diese Episoden durch den Verlust ihres Partners Don ausgelöst wurden, der vor etwa 6 Monaten starb. Ferner gibt es einige ungelöste Probleme mit ihrem Vater. Nach sorgfältiger stationärer Beobachtung haben wir die Standardbehandlung für diese Störung in Form einer Reizstromtherapie eingeleitet. Die Patientin reagiert gut auf die Maßnahmen und erzielt rasche Fortschritte. Empfehlung zur Nachsorge, wöchentliches Treffen mit dem örtlichen Psychologen und Phasenprophylaktika. Ich bitte nicht ernst nehmen. Entlassungsempfehlungen. Lorraine hat einen neugeborenen Sohn namens Caleb, der kurz nach seiner Geburt einer Pflegefamilie übergeben wurde, als sich bei Lorraine erste Anzeichen von Desorientiertheit und Depressionen manifestierten. Wir kommen zu dem Schluss, dass Lorraine in der Lage ist, ab sofort selbst für ihren Sohn zu sorgen. Solange sie unsere Empfehlungen zur Nachsorge befolgt und weiterhin ihre Medikamente nimmt, kann sie ihm eine verantwortungsvolle Mutter sein. Lorraine hat eine eigene Wohnung und ihre Chefin Susie versicherte uns, sie könne ihre Arbeit im Dinner jederzeit wieder aufnehmen. Norma Creed, eine Bürgerin der Stadt, hat angeboten, sich während Lorraines Schichten um Caleb zu kümmern. Angesichts dieses sozialen Netzes halten wir Lorraines Entlassung aus dieser Einrichtung für absolut vertretbar. Medikation in Flex Pharmacy in Grr wurde ein Rezept für Dudut hinterlegt. Die empfohlene Anfangsdosis beträgt 10 Milligramm und sollte in Rücksprache mit Lorraines behandeltem Arzt nach Bedarf erhöht werden. Okay, also ich habe Depression bekommen und habe ein Kind dann leider nach der Geburt in eine Pflegefamilie gegeben, beziehungsweise wurde in einer Pflegefamilie gegeben. Und jetzt wurde ich entlassen und habe mein Kind wiederbekommen. Das ist doch mal schön. Unsere Prüfung der Vermögenswerte von Mr. Donald Williams ist abgeschlossen. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass als Hauptbegünstigte seines Nachlasses einschließlich der abgeschlossenen Risikolebensversicherung die Eltern des Verstorbenen, namentlich Rose und Richard Williams aus New York, genannt werden. Unsere Kanzlei hat sich mit Mr. und Mrs. Williams in Verbindung gesetzt und ihre Situation, insbesondere hinsichtlich der Geburt von Donalds Sohn Caleb, hat dazulegen. Unglücklicherweise reagieren sie auf unsere Bemühungen ablehnend und erklärten, ohne rechtsgültigen Beleg der Vaterschaft hätten sie ihrer Trachtens keinerlei Ansprüche auf Donalds Erbe. Bitter. Überdies haben sie uns aufgefordert, sie in dieser Angelegenheit nicht mehr zu behelligen. Ich bin mir der negativen Auswirkungen dieser Entwicklung auf Ihre finanziellen Situation durchaus bewusst, hoffe aber, Sie haben Verständnis, dass ich diesem Brief eine Rechnung für unsere geleisteten Dienste beilege. Hochachtungsvoll, Edward Stapleton, Rechtsanwalt, ne? Schön ins Gesicht hauen, Gesicht, Gesicht, Gesicht und dann, oh, ich bin zwar bewusst, aber ich muss trotzdem Ihre Rechnung mit beilegen, ne? Ist ein bisschen gemein, ich verstehe die Eltern von Don. Ja, da kommt so ein hergelaufenes Weib an und sagt, gerade mal ein, zweimal miteinander, ne, gepimpert. Schon stirbt er und zack, bin ich schwanger. Ist ein bisschen mysterious, aber ich bin der Meinung, man könnte trotzdem noch eine Vaterschaftsanerkennung irgendwie absolvieren. Ich denke, das wäre schon möglich gewesen, aber ja, wenn die das nicht so wollen oder damals gab es vielleicht die Zeit nicht so, dass es dann möglich wäre. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Untersuchen. Flex, das sind die Tabletten, die ich nehmen muss. 100 Milligramm. Uiuiui. Stand dort vorne die 80? Ich glaube, oben auf der. Also bei dem letzten Zettel stand ein anderer. Lorraine, es läuft im Moment nicht gut zwischen uns. Ich weiß das. Lass mich versuchen, es dir zu klären. Erklären. Ich denke, es liegt daran, dass ich so weit von zu Hause weg bin und so hart arbeite. Es wird mit jedem Tag, den ich im Park arbeite, schlimmer. Es wird eine Feder in meinem Verstand immer stärker gespannt. Wenn wir nach der Arbeit was trinken, wird es etwas besser. Und dann entspannen sich die Jungs, wir lachen und sind wieder gute Menschen. Ich will nicht nach Hause kommen, ohne bei klarem Verstand zu sein. Aber wenn dieser Job erledigt ist, müssen wir von hier verschwinden. Wir müssen zurück in diese Stadt, damit ich dieses Gefühl loswerde. Ich liebe dich, Donald. PS, ich habe mir Gedanken wegen eines Namens gemacht. Falls es ein Junge wird, fände ich Caleb gut. Oder Emma, weil es ein Mädchen wird. Komisch, Emma. Emma ist immer überall mit dabei, ne? Auch im Freundeskreis oder so. Ah, ich würde gerne mein Mädchen Emma nennen. Also Emma klingt cool, ne? Aber... Oh,
Ist ja jetzt aber auch nie so der Hardcore-Name, ne? Also. Kurios. Okay. Das ist das. Von dem. Ach Quatsch, von dem Zirkus. Jetzt erleben wir wahrscheinlich eine andere Zeit. Das kennen wir auch. Guck mal, da sind wieder die Medikamente. Hart. I love you. Ach, ich wollte gerade sagen, vielleicht sind jetzt böse Briefe hier. Milchkäse, Kartoffeln, nicht vergessen, die Pille nehmen, Termin mit Dr. Spencer vereinbaren, beim Babysitter für Callum organisieren. Okay, hier sieht schon wieder alles anders aus, es ist wahrscheinlich eine andere Zeit. Das verstehe ich aber jetzt nicht, das ist irgendwie, nee, das ist aber so eine gemischte Zeit, weil der Brief stand ja noch von Dawn, kommt dann nach Hause. Okay, du hast dich. Ich bin nicht weggelaufen. Dad hat mich mitgenommen. Ei. Thank you, William, for the new watch. William, du wirst es nicht glauben, aber ich fühle mich gut und die Uhr ist toll und so modern. Wiedersehen. Okay. Hui. Can you watch? Achso, das können wir ja. Okay, das mit der Rechnung. Wir wieder nach unten. Uiuiui. Ja, mit solchen Bildern habe ich auch gerechnet vorhin tatsächlich. Entschuldigung, ich muss bloß mal gucken, ob Katze noch im Gang liegt. Seht ihr, jetzt sind solche bösen Bilder, ne? Das meinte ich einfach mit. Hat die das wahrscheinlich sich eingebildet? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Das sind ja Vermutungen. Ach, Scheiße, was ist denn hier jetzt passiert? Mehr Pillentickets für Atlantic Park. Oh ja. Nur Alkohol. Eieiei. Oh, war ja hier, hat einer gekämpft oder so? Komm ich nie rein? More Pillen, um Gottes Willen. Oh lol, guck mal hier, ja, History of Solomo-Geschichte, ne? Das ist der Brief. War noch 100 Milligramm. Ja, guck mal, jetzt ist die Tür gleich offen. Oh Gott, ich hab ein bisschen Angst. Notiz. Thank you. Okay, das ist das schon. Das ist wahrscheinlich. Eieiei, guck mal, hier ist der Boy. Entweder das sind wir. Ach, wir können ja so viel Vermutungen an Tag bringen. Ich habe keine Ahnung. Ne? Es kann natürlich sein, dass wir der Boy sind. Oder dass der Sohn uns so sieht. Uiuiui. Ui, ui.
Mit Hubert's Friend Dawn und Lara. Uiuiui. Laura. Laura. Sagt mir nichts. Uiuiui, warte mal ganz kurz. Ja. Ich muss bloß mal gucken, ob mein Gequatsche auch mit aufgenommen wird. Oh Gott, die ist wahrscheinlich richtig durchgegangen. Uiuiui, ich hab da keinen Bock reinzugehen. Ich ahne Schlimmes, ich hoffe es nie. Du bist allein, niemand liebt dich, Colm ist nicht mehr, wer einmal war. Wie bei PT, ey. Eieiei. Ich weiß noch nicht richtig, was ich jetzt hier davon halten soll. Ich weiß noch nicht richtig, was mir jetzt hier blüht. Oh ja. Sind die aus dem Park? Ah. Scheiße. Vergiss Dawn, Dead Car. Nein, ihn nicht. Also ich habe jetzt tatsächlich, ich keine Ahnung, ich habe mehrere Theorien und ich weiß aber nicht, welche stimmt. Oh Gott, du wirst mich nicht modern sehen. Ich würde aber sagen, ich mache an dieser Stelle eine Aufnahmepause. Ich bin ein bisschen, ja, nasse Hände und ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Und ja, es ist krass, was jetzt hier abgeht und das geht ganz schön an die Psyche, muss ich ganz schön ehrlich sagen, weil durch die Musik und durch das Blut und durch so dieses Umgewandelte, ich habe überhaupt gar keine Theorie mehr. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Zeitzone wir da in dem Spiel sind. Also wahrscheinlich nahe nach unserer Entlastung. Aber warum da auf einmal mit Dad und ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ne? Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr seid wieder mit der nächsten Folge mit dabei. Und ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Tschüssli. Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von The Park. Ich muss kurz sagen, ich habe gerade dieses Stück schon gespielt. In der letzten Folge haben wir hier aufgehört und haben dann die Tür geöffnet und jetzt sind wir hier. Allerdings hatte ich hatte auf Aufnahme gedrückt, aber irgendwie hat es
das Spiel einfach nicht aufgenommen. Ne? Jetzt, wo es zum Schluss, wo die Credits durchliefen, dachte ich, na nö, sind ja gar keine Credits. Und dann habe ich in die Aufnahme reingeguckt und da war irgendwie das Bild weg. Gut, nichtsdestotrotz, wir können es aber gerne noch einmal spielen. Ich habe... Stories are told again and again, and from their shape we build our understanding of the world. Two children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. A child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of this story, the mother and the witch were the same person. I never wanted to be the witch. But I am, aren't I? Kinder sind heute eingebrochen. Ich habe lange kein Lachen mehr gehört. So schrecklich lange. Ich habe mir eines von ihnen geholt. Ich konnte einfach nicht anders. Es ging so schnell, dass die anderen nichts bemerkten. Ich höre ihn gerne lachen, diesen Jungen von der Academy. Ich habe ihn auf ein Brett gelegt. Ich habe ihn gekitzelt, bis er keine Luft mehr bekam. Meine Maschinen erwachten zum Leben und surrten im Takt seiner Schreie. Es ist entzückend. Die durch die Maschinen in mir ausgelöste Veränderung ist noch nicht abgeschlossen. Es muss noch andere Kinder geben, die ich mir holen kann. Ich werde die Folge auch jetzt dranhängen. Wahrscheinlich. Und ich weiß leider nicht warum, aber ich muss jetzt nicht tun, als hätte ich das noch nie gesehen und so rumschwindeln, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen sage ich aber, es wisst ihr ja, dass ich ja eigentlich immer offen und ehrlich darüber sprechen kann. Oder spreche. Augen ohne Funkeln. Kann auch leider nichts beenden. Mich eigentlich hinhocken, Lena. Don't leave me. Hui. Hänsel und Gretel. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park.
vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann in einem neuen Let's Play wieder. Bis dahin, habt euch wohl, haut rein, macht's gut. Tschüsselü.